Hallo, wir melden uns wieder mal aus dem Hotel Oberstdorf. Der Jahreswechsel steht an und so der ein oder andere Wechsel auch. Schön ist, dass der Lothar wieder teilweise mit an Bord ist. Lothar, ja. Klasse. Ja, muss ja. Man muss ja schauen, wie es meinem Kind geht, das ich großgezogen habe, oder? Ja, das kann man schon so sagen. Deine Küche, deine Mannschaft, ja, ja, klasse. Aber freut mich, dass du wieder so weit fit bist und nach einigen Operationen wieder bereit bist einzusteigen. Aber wir haben ja besprochen, wir brauchen einen vollwertigen Ersatz, der praktisch dich auch entlastet. Und so haben wir den Herrn Michael mit ins Boot geholt. Herr Michael ist unser neuer Küchenchef. Hallo, grüß Gott. Der sagt uns jetzt einfach mal ein bisschen was über sich. Ja, mein Name ist Michael Voll und ich war zuletzt Küchenchef in Landshut in einem großen Hotel und bin seit 4 Tagen hier im Haus der neue Küchenchef und übernehme hauptverantwortlich die Aufgabe von Herrn Lothar. Ja, das ist auch gut so, weil jetzt ist er der Vater und ich bin nur noch der Opa, der zum Pflegen kommt, ja. Oder? Und ich hoffe, dass ich seine Kinder, die er bis dahin großgezogen hat, auch dementsprechend gut weiter ausbilden und weiterführen kann. Genau, weil deshalb sind wir ja eine große Familie bei uns. Ja, genau, da freue ich mich auch schon drauf. Ja, super. Ich habe natürlich ein bisschen deine Bewerbung gelesen und du hast natürlich schon, außer jetzt in Landshut gewesen zu sein, ein bisschen was anderes noch in deinem Ja, das ist richtig, ja. Mal so ein paar Highlights. Ja gut, die Highlights waren sicherlich London im Dorchester bei Herrn Mosimann. Das war sicherlich ohne Zweifel in meiner bisherigen Kochkarriere somit das außergewöhnlichste Kocherlebnis, was ich bis dahin hatte. Selbstverständlich natürlich auch die Auszeichnungen, die ich bis dahin gekocht habe, auch unter eigener Regie. Also die von daher. Genau. Ja, freilich. Komm, mach mal. Ja gut, das waren Auszeichnungen im Michelin und im Waterführer und im Schlemmeratlas, also alle bei denen, die man so im gängigen Bereich kennt, war ich ganz gut bewertet und da bin ich auch stolz drauf. Michael, was hat dich denn jetzt letztendlich bewogen, bei uns anzuheuern? Also in erster Linie war es natürlich hier das Team, das Hotel, die kulinarische Ausrichtung, das Gesamtkonzept, das hat mir also sehr gut gefallen, hat mich auch direkt angesprochen, weil es geht ja nicht nur ums rein Kochtechnische, sondern auch eben um das Team, um die Leidenschaft, um die Freude am Beruf und das ist mir hier ganz besonders aufgefallen, die Herzlichkeit der Mitarbeiter untereinander und das hat mich natürlich schlussendlich dann auch bewogen, die Entscheidung hier zu treffen, dass ich hierher komme. Tolle Entscheidung. Kann ich bestätigen, habe ich auch aus den ersten Gesprächen so mitgenommen und war deswegen auch froh, dass der Michael zu uns kam. Jetzt eine letzte Frage. Was hast du denn jetzt vor mit unserer Küche? Ich meine, klar, sein Kind, aber Kinder werden erwachsen. Was ist denn so deine Idee? Genau, die Kinder werden erwachsen richtigerweise und sie entwickeln sich. Und wichtig ist ja, dass man erstmal eine gute Basis gelegt hat. Und ich denke, dass die traditionelle allgäuische Küche, die es hier gibt, schon mal eine sehr gute Grundbasis ist. Und wir werden sicherlich in der nächsten Zeit, wenn sich bestimmte Dinge eingespielt haben, neu entwickeln, innovativ sein, kreativ sein, einfach mal so eine ganz offene Geschichte kreieren und schauen, was daraus wird. Finde ich toll. Herzlich willkommen. Dankeschön, ich freue mich. Lothar. Herzlich willkommen. Ja. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Ja, führt's euch. Ciao.